Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem neuen Let's Play zu Dying Light 2 Stay Human. Wir haben uns in der letzten Folge so ein bisschen die Open World angeguckt. Ich habe so ein paar Sachen gemacht, ein paar Symbole abgearbeitet, Nebenmissionen. Und in dieser Folge möchte ich jetzt die Hauptstory weitermachen. Aber vorher, wie versprochen, gucken wir uns mal so eine Nachtaktivität an. Es gibt ja in der Stadt verteilt so ein paar verlassene Läden oder dunkle Höhlen, die man nachts angehen sollte, weil da weniger Infizierte sind. Da wartet dann viel Beute auf uns. Und so eine Sache, so ein Event gucken wir uns jetzt mal an. Und dann gehen wir auch, glaube ich, in Richtung Hauptstory. Und wenn wir unterwegs auf ein paar Events treffen oder Nebenmissionen, können wir die vielleicht noch mitnehmen. Gucken wir einfach mal. Dann würde ich sagen, wir beginnen die Folge. Viel Spaß und bleibt human. Ich bin ein Zombie. Frei erkundbare Welt. Upgraden Sie Ihre Entwürfe mit Handwerksmeisterressourcen. Ich kann meine Entwürfe upgraden, die Sie von speziellen Infizierten erbeuten können. Diese erscheinen auf der Karte gewöhnlich als... Okay, das war so ein Kopfsymbol. Okay, habe ich noch nicht gesehen. Da kriegen wir dann Entwürfe-Upgrades. Okay. So, wir hatten hier geschlafen in der Sicherheitszone. Genau. Ich weiß gar nicht, wie man Waffen repariert, deswegen packe ich erstmal die Waffen, die ich nicht brauche, hier in meinen Tresor und nehme die heilen Waffen. Ah, Mist. So, bevor wir aber rausgehen, ein paar Sachen abchecken, Leute. Okay, hier sind meine Waffen. Die sind ja auch schon sortiert. Hier brauche ich meine Verbrauchsgegenstände. Ne, Verbrauchsgegenstände sind hier. Was ist das denn alles? Upgrade-Stufe. Immunität wiederhergestellt plus 80%. Ah. Immunität ist übrigens die Anzeige, die dafür nötig ist, in der Nacht zu überleben. Und zwar kann ich nachts 5 Minuten und 11 Sekunden überleben. Wenn der Timer unten ist, sterbe ich. Kann ich auffrischen mit so einem Verbrauchsgegenstand oder mit so UV-Lampen und sowas. Aber das mache ich auch zum ersten Mal. Ich habe das nur irgendwo gelesen und weiß das einfach. Das gleiche auch für UV-Zauberpilze. Immunität wiederhergestellt, 35 Sekunden. Genau. Aufputschmittel. Ah. Ich sehe hier gerade Aufputschmittel. Upgrade-Stufe ist voll. Das ist blau, das ist auf Stufe 1. Ja. Verringert vorübergehend den Schaden durch den Feuereffekt. Okay, hier haben wir alles. Ich möchte aber mal was fertigen. Und zwar erstmal Kräuter. Arznei. Genau, habe ich. Damit kann ich mich heilen. Was haben wir denn hier? Wurfmesser. Auf Feinde werfen, um ihre Attacken zu unterbrechen. Oder verwenden, um hängende Gegenstände zu Boden zu bringen. Okay. Stellen wir mal Schaden 10. Ja, machen wir mal. Stellen wir mal 2 her. Okay, Dietrich haben wir ja schon. Was ist denn mit Zuge? Achso, ich war ja eh schon bei alle. Okay. Okay, ich keine neuen Fertigkeiten. Ja, Sammlerstücke. Okay, dann rüsten wir mal einmal alles aus. Hier gehen wir auf Arznei. Rechts bei den Waffen nehmen wir mal erstmal die stärkste 18. Taschenlampe kann eigentlich auch an oder aus, egal. Und hier nehmen wir mal die Wurfmesser. Unterbricht gegnerische Angriffe, drücken Sie zum Werfen L2. Okay, fangen wir mal an. Wir markieren uns jetzt mal hier ein Symbol. Direkt hier. Verlassener Laden. Beutequelle. Stufe 1. Gucken wir mal. So, es ist nachts. Da müssen wir jetzt ruhig sein. Psst. Verkaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Galone. Einer in Hounfield entfernte seinen Was willst du von mir? So, ich bin jetzt neben einer UV-Lampe, deswegen geht meine Immunität da nicht weg. Ich muss mal jetzt nur gucken, wie ich das manage. Das wird jetzt ein bisschen gefährlich. Okay, hier sind noch überall UV-Lampen. Deshalb die Anzeige, dieses Totenkopf-Symbol da oben. Das geht ja noch nicht weg. Okay, ich hab Schiss, Leute. Hemmstoffbehälter.
muss dahin. Ich verstehe nur bei dem Spiel nicht, wie kann ich runterspringen, ohne Schaden zu bekommen. Ich habe gehört, auf diese, ich nenne es jetzt mal X-Symbole da springen. Oder auf so Autos oder so. Okay, ich habe es jetzt irgendwie geschafft. Okay, die Anzeige oben geht runter. Weil ich jetzt neben keiner UV-Lampe bin. Oh, da ist ein Heuler. Ich muss runter, Leute. Auf ein Auto springen. Ich hab Schiss. Taschenlampe aus. Hier sind doch immer noch viele Infizierte. Wollen die mich verarschen? Ich dachte, die sind nachts nicht da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bereichseingang. Warum kann ich hier... Ich komme da nicht hin, Leute. Oh mein Gott, Leute. Darf ich denn einfach hier mit Taschenlampe? Ah, der entdeckt mich. Okay, der hätte mich beinahe entdeckt. Und hier ist dann so eine Beutequelle, hier kann ich jetzt einfach Sachen looten. Oh, der eine hat mich ja fast entdeckt. Boah, ich hab so Schiss, ne? Ach, kann ich die auch einfach umbringen? Ah! Wer sieht mich denn da jetzt? Okay. Okay. Boah, ich habe nur noch 2 Minuten. Egal, ich nehme zur Not diesen Verbrauchsgegenstand. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das nicht immer klappt. Okay, die kann ich nicht, die schlafen alle. Hinterhalt! Okay. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Da wurde ich gepackt, egal. Das regeln wir schon. Ah. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, tatsächlich. Komm. Dann seid ihr jetzt halt alle tot, was soll ich machen? So, jetzt kann ich looten. Looten. Aber schon mal geil, es hat mich angebockt. Das war dann wohl so mit Schleichen und sowas, finde ich schon cool. So, nehmen wir mal hier so ein paar Sachen mit. Immunität kritisch. Nutzen wir mal sowas. Oh, 5 Minuten wieder. Krass. Boah, okay, das ist so ein bisschen OP. Ich glaube, das Teil wird man nicht so oft bekommen. Ich glaube, ich kann ja auch mit Taschenlampe rumlaufen, oder? Und wenn ich mich dann an so einen Zombie nähere, kann ich ihn einfach so mit dem Hinterhalt töten. Weil ohne Taschenlampe sieht man einfach nichts. Diese Musik macht mir nur Angst.
wenn ich einen Zombie töte. So. Ah, eine Beutekiste. Geil! Oh, das Spiel macht so Spaß, ey. Also nachts bockt mich irgendwie mehr an, muss ich sagen. Oh. Was ist das denn hier? Okay. Was kann ich hier noch looten? Hier so ein Mülleimer. Okay. Okay, da muss ich die jetzt nach und nach töten. Okay, nachts, ich glaube, ohne diese Verbrauchsgegenstände, das wird ein bisschen heavy, oder? Von der Zeit her. Oder man muss es halt deutlich besser lösen. Ich glaube, das kriege ich aber nicht hin. Werde ich denn immer irgendwie erwischt, wenn ich einen töte? Oder warum kommt die Musik? Oder kommt die einfach nur, weil ich den eingetötet habe? Wenn ich das mal wüsste. Okay. Ja, komm, ich töte dich jetzt so. Da wurde ich jetzt halt nochmal gepackt. So ist das halt. Komm. Ich mache so ein paar Wurfsterne hier. Du kriegst noch einen Wurfstern hier. So. Okay. Ach. Man kann hier noch hoch. Jetzt ernsthaft? Habe ich noch nicht den heftigen Fang gemacht hier? Boah, Leute, viel zu entdecken, ey. Guck mal, was machst du denn da in der Ecke? Hau ab, ey. Nachts kriegt man übrigens deutlich mehr Erfahrung, ne? Sowohl für den Kampf auch als für den Parcourslauf. Hemmstoff. Ich verstehe die ganze Zeit Impfstoff. Bin ich zu viel von Corona geprägt, glaube ich. Okay. Wer damit? Wo ist denn hier Hemmstoff? Hier, blau. Dietrich, schwer. Oh Gott. Schnell. Nee, nee. Ah, da, ja, nee. Jawohl, komm. Reinigungsmittel. Okay. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Ja, wo denn? Okay. Hier aber nicht mehr, oder? Warte mal, 52 Sekunden bin ich hier ins Menü gegangen. Geht das weiter? Ne, es bleibt bei 52 Sekunden. Guck mal, schon wieder. Ich habe das Symbol hier auch noch nicht erledigt. Warum? Boah, Leute, ich muss wieder. Ich rüste das schon mal aus. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Da. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ach, geil. Das tut gut. Wie komme ich da hin? Da ist eine Kiste. Ja, aber so schon mal nicht. Vielleicht dann hier irgendwo. Oh, hier habe ich auch Sachen vergessen. Hier war ich doch gerade.
Ist das ein anderer Eingang? Okay, nee. Okay, ich habe mir das jetzt erstmal angeguckt. Ich glaube, das reicht. Weil ich habe hier nicht noch so einen Verbrauchsgegenstand. Nochmal so was Blaues habe ich nur. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, UV-Zone. Geil. Sicherheitszone. Ey, das bockt mich an. Diese Nachtaktivität, die bockt mich gerade heftig an. Ist cool gemacht. Okay, sowas hätten wir auch gemacht. Verzeiht mir, falls ich diese ganzen Sachen hier auch in der letzten Folge schon nicht erledigt habe, weil ich einfach nicht weiß, wann etwas erledigt ist und wann nicht. Komme ich wahrscheinlich irgendwann noch dazu, aber halt nicht jetzt. Jetzt habe ich Bock, noch so ein Teil zu machen, ne? Verlassener Laden. Keinen Tropfen. Ich könnte selbst was gebrauchen. Ey, so geil, ne? Lagerfeuer, Sicherheitszone. Buggt, 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 buggt. Okay. Ich will gerade sagen, gucken wir uns noch eine Sache an oder eher nicht. Nee, komm, ich will mich frei bewegen. Schlafen gehen. Und bis zum Tag warten. Bonus bei Nacht, Parcours plus 10, Kampf plus 77. Ah, ich habe nochmal so einen Bonus erhalten. Okay. Gucken wir mal kurz. Tagebuch, Tagebuch. Ja, alle Nebenmissionen so abgeschlossen. Hauptmission ist, anvisiert. Was ich aber noch machen kann, ist einmal hier kurz mit dem Fernglas. Ich glaube, das bringt uns in Schwierigkeiten. Ja. Wir haben keine andere Wahl. Na? Da hinten noch was. Okay. Haben wir noch was? Nö. Was habe ich denn da markiert? Gucken wir mal. Oh. Das habe ich doch markiert. Oder nicht? Habe ich nicht das markiert? Gucken wir mal da kurz nach. Verkaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Gallone. Ja, aber ich kann dir nichts verkaufen, weil ich mit dir nicht interagieren kann. Sorry. Ne, hier war ich doch schon, ne? Hier mit dem Konvoi. Ach, aber guck mal, die kann man erneut looten. Oh. Die kann man erneut looten? Ne, kann man nicht. Okay. Vielleicht hier? Zigaretten? Oh. Hallo. Oh. Okay, raus hier. Naja, das haben wir ja schon gemacht. Dann Richtung Hauptmission. Ah, Draht. Eine Maschendrahtzaun. Ich brauche stärkere Waffen, Leute. Ich brauche wirklich stärkere Waffen. Ich traue mich hier einfach nie runter zu springen. Oh, knapp. Woohoo! Woohoo! So, sind wir schon gleich angekommen. Und da soll ich jetzt einfach nur laut Story einfach eine Zeit verbringen. Achso, hat man die U-Bahn-Station ist ja hier in der Nähe.
Das ist aber grau. Bist du ein Feind? Ne, bist du nicht. Hier kann man ja was entdecken. Ist aber noch so ein Schlosssymbol. Warum? Hallo? Eine Karte ziehen? Ein Ticket? Wir wollen ja nicht schwarz fahren. 70%. Was haben wir denn hier? Band? Okay. Okay. Hier ist eine UV-Lampe. Okay, hier komme ich irgendwie noch nicht durch. Tatsächlich. Vielleicht meinen die das mit gesperrt? Habe ich es aktiviert? Oh. Die Annahme dieser Quest führt sofort zum sofortigen Übergang zur Nacht. Es bleibt in der Familie. Wo ist denn die Quest? Da oben. Okay, egal, gehen wir erstmal zur Hauptquest. Hi. Psst. Du, da kaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall. Alter, jeder braucht Wasser, ey. Trink doch einfach nicht. Was ist los mit euch? Okay. Hier habe ich jetzt so eine richtig heftige, das erste Mal eine große Siedlung. Vielleicht kann ich auch mal craften oder so. So, gehen wir mal hier rein. Sicherheitszone. Alles klar. Out of water. Boah, hier gibt's aber echt krasse Wasserprobleme, ne? Pass auf, wo du hinlatscht. Was? Ach, Carlos, Tag. Chill doch mal. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin. 5 Jahre gelernt und alles umsonst. Oh. Ich muss es diesmal einfach hinbekommen. Okay, habe ich jetzt ziemlich abgeschossen? Gut genug bin. Vasco. Vasco, hm? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ach du Scheiße, hier gibt es ja viele Nebenmissionen. Okay. Also, oh Gott. Okay, was mache ich jetzt hier alles? Hey, was ist der Pilger? Hier ist ein Händler, der verkauft zum Beispiel so eine Waffe. Aber für 891. Alle Wertsachen verkaufen. Dreieck. Warte mal, ich kann ja bei ihm solche Sachen kaufen. UV-Leiste. Kann geworfen werden, um einen Bereich mit UV-Licht zu erzeugen. Oh, geil. Okay. Fleischköder, ja. Hm. Verkaufen. Die sind nichts wert. Okay, Rüstung. Das Problem ist, was sind denn Wertsachen? Ach, hier Wertgegenstand. Die Leute haben immer gesagt, dass es bei Star Wars die besten Köder gibt. Verkaufen. Einzigartiger Wertgegenstand. Wie kann ich denn sicher gehen, dass das wirklich zum Verkaufen ist? Seltene Wertsachen. Puh. Wertsachen, ungewöhnliche Wertsachen. Das sind Ressourcen. Alle Wertsachen verkaufen. Boah, ich weiß ja nicht, kann man das ohne Bedenken machen oder nicht? Ich traue mich das noch nicht. Ich muss das, ehrlich gesagt, muss ich mich mal da informieren. Mir Gedanken machen, ob man das einfach so verkaufen kann. Ich will jetzt nichts Falsches machen. Und es danach eventuell bereuen. Was? Meinst du, mit mir stimmt was nicht? Ob mit dir was nicht stimmt? Okay, hier ist wieder ein Band.
Okay, öffnen. Wo bin ich hier? Ah, okay. Irgendwas ist doch hier an der Wand, so eine Flasche oder so. Zerbrochene Flasche. Verwenden Sie die Flasche, um einen Gegner ins Taumeln zu bringen. Drücken Sie zum Werfen R2. Okay. Wo ist denn die Flasche? Oder hat man die dann einfach nur so kurz in der Hand, bis man die einmal geworfen hat? So, was ist meine Aufgabe jetzt? Da müssen wir mal einmal kurz gucken, Leute, Mensch. Tagebuch. Treffen Sie Leute vom Bazar. Belohnung, ja. Die Peacekeeper haben die Passage zum Stadt nur abgesperrt, um dorthin zu gelangen, mussten Hakel und ich einen Weg um ihre Patrouille herumfinden. Okay. Okay, da hatten wir den Händler. Hier haben wir nichts. Was haben wir hier in diesem Raum? Auch eine Tür. Okay. Okay, mehrere Eingänge. Alles klar. Dann sehe ich aber hier noch so ein Handwerkssymbol. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bei Handwerksmeistern können Sie Entwürfe kaufen und upgraden. Durch das Upgraden von Entwürfen werden die Gegenstände, aus denen Sie sie herstellen, leistungsstärker. Zum Upgraden eines Entwurfs bringen Sie die erforderlichen Gegenstände zum Handwerksmeister und tauschen sie gegen ein Entwurfsupgrade ein. Gegenstände für Entwurfsupgrade lassen sich von besonderen Infizierten erobern, die nachts einfacher zu finden sind. Auf Ihrer Karte sind sie mit dem Symbol bla bla. Achso, ja, das sind diese Symbole. Okay, die habe ich ja noch nicht. Zubehör, Waffenmodifikation, Flamme, Gift und Flamme, krass. Okay. Waffenmodifikation, Griff, Schaft, Spitze, Munition, Feuerpfeile, Aufputschmittel, Ausdauer, UV-Leiste. Okay, dann R1 und Upgrades. Mit Gegenständen upgraden. Wurfmesser kann ich upgraden. Mit infizierten Trophäe. Ah, das sind diese Münzen, die ich von diesen normalen Gegnern bekomme. Zeit zur Anwendung 3 Sekunden. Zeit zur Anwendung 4 Sekunden. Ach, geil. Ah, sorry. Widerstands... Ah, ach, geil. Geil. Upgraden. Heftig. Okay, dann nehme ich hier noch die Wurfmesser. Die grade ich auch mal ab. Das habe ich direkt gecheckt. Das sind diese Upgrade-Stufen. Die ist auf Stufe 2 von 10. Und ja, die nächste Stufe war jetzt, dass ich 3 Sekunden brauche, um sowas anzuwenden statt 4 Sekunden. Und hier war es, dass ich jetzt statt 10 Schaden 20 Schaden mache. Und dann steht auch, nächste Stufe wäre dann halt um 75% oder 75 Leben. Und hier wäre dann Feindreaktion bei Treffer Mittel. Ja, geil. Okay, und das mache ich halt mit diesen Trophäen, die ich von diesen Gegnern bekomme. Auch direkt gecheckt. Bauteile kaufen. Reinigungsmittel. Dosen. Ah. Nein, kann ich jetzt einfach... Wie viele kann man denn kaufen? 2. Ah. Auswahl an Chemikalien, Färbemitteln, bla, verwendet in Zubehör, Waffen, Mods. Okay, die kann ich kaufen, um... Ja, mach ich mal. Oh. Oh, kann ich immer noch welche kaufen? Steht die Zahl da oben nicht dafür? Warte mal, Pigment sind das. Wenn ich das jetzt kaufe. Achso, dann geht das weg, okay. Ja, ich kaufe mal diese Dinger, vielleicht brauche ich die. Verliere 2 Geld, aber Teile. Stofffetzen, Harz. Ich kaufe die jetzt einfach mal alle. Weil ich glaube, diese Dinger braucht man einfach. Ich habe jetzt alles gekauft, weil ich habe ja noch ein Ass im Ärmel. Frag mich nicht, warum ich das jetzt so blind gemacht habe, aber ich habe noch ein Ass im Ärmel. Und zwar
kann ich ja noch alle meine Wertsachen verkaufen. Dann würde ich 1900 Münzen bekommen, aber da muss ich mich mal informieren, ob ich das ohne Bedenken machen kann. So, Upgrade. Und so, das war's erstmal. Okay, da habe ich jetzt ein paar Sachen gekauft. Das hätten wir auch. Ich habe vielleicht Arbeit für dich. Und jetzt haben wir noch zwei Nebenmissionen. Erkennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld? Juliet, bam. Pilger. Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Du musst mir nur ein paar rote Beete, Radieschen, Pastinaken besorgen. Da ist er! Schnapp ihn jetzt! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet. Von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Bebin. Was? Aber ich verkaufe gar kein Wasser. Lügner! Luke sagt, er hat es von dir! Er dreht völlig durch, redet wirres Zeug und tanzt Falztanz. Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Welchen Beweis immer hast langsam. Du? Hast du einen Beweis? Natürlich. Das Wasser war in einer Flasche. Luke hat das Wasser aus einer von deinen Flaschen getrunken. Wenn ich das Karl erzähle, verarsche hängen mich sie mal. Dich auf. Bebel, warte. Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel. Wenn du lügst, Julian, mache ich dich kalt. Ich helfe dir, Julian. Du machst sowas nicht. Ich merke das sofort, Mann. Er ist ein cooler Typ, Mann. Er macht das nicht. Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wie ich den scheiß Galoo kenne, hat er sie wahrscheinlich geklaut. Sieht ihm ähnlich. Selbst wenn, mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Aber wenn dir geschmolzene Schneeflocken von radioaktiven Gebieten kommen, dann können die nicht so rein sein. Also, ja, komm, da hab ich wieder unnötig reingeschickt. Was? Alle lieben mich. Ich hatte noch nie im Leben einen Feind. Warte mal kurz, warte. Scheiße. Außer vielleicht Marco. Marco! Dieser Mistkerl. Der Name ist jetzt, schon wo so, ich ne? mir überlege, Marco. Der hat mit Ach, mir eine Berechnung offen. Ist sehr lange her. Naja, egal. Hör zu. Er wohnt über dem ehemaligen jamaikanischen Restaurant westlich von Villador in der Hauntfield Lane. Ich habe ihm ein paar Kilo meines besten Mehls für das Wasser gegeben. Das ist das nächste Gebiet. Beweise, dass er es vergiftet hat und die Hälfte meines Mehls gehört dir. Kannst du das für mich machen? Ja, ich das schaue ich mir an. Und noch was anderes. Ist mir ein bisschen peinlich. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Tu ich auch nicht, außer... Naja, an Hans und... Kannst du ihn warnen? Er wohnt auch in der Hauntfield, ein paar Häuser weiter. Da ist was faul dran, Julian. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Andernfalls kann ich dir schlecht helfen. Oder ist er vielleicht doch nicht so ein cooler Dude? Neue Nebenquest, Prost. Okay, ja, das Problem ist, diese Nebenquest, ist, glaube ich, ein bisschen heftiger. Ja, Level 2 Nebenquest. Okay. Und dann haben wir hier noch was. Wo brennst denn? Hey, bist du nicht der Pilger, den sie aufhängen wollten? Mann, hattest du ein Glück. Von dem Glück könnte ich was gebrauchen. Ich bin Albertus Lehrling. Aber vielleicht nicht mehr lange. Ich versuche diese Prüfung jetzt zum dritten Mal. Wenn ich wieder durchfalle, wirft Meisterhandwerker Alberto mich raus. Welche Prüfung? Worum geht's bei dieser Prüfung? Ich muss etwas Nützliches für die Bürger konstruieren. Ich habe bereits eine Unterwasserlesebrille für Alberto erfunden. Dann eine einziehbare Hunde. Unterwasserlesebrille? Aber die hat immer blockiert. Und außerdem haben wir hier keine Hunde. All meine Ideen sind wertlos. Das ist jetzt meine letzte Chance zu beweisen, dass ich nicht wertlos bin. Ich bin also die letzten Wochen über den Basar gelaufen und habe nachgedacht. Schwer nachgedacht. Und dann hatte ich eine Idee. Unsere Ziegen. Sie werden in Käfigen gehalten, weil sie Feldfrüchte fressen. Aber das Leben in Käfigen macht sie traurig. Und sie geben weniger Milch. Also aus den Käfigen. Also hatte ich die Idee eines Zauns, durch den ein klein wenig Strom fließt. Das würde die Ziegen unter Kontrolle halten, aber sie würden mehr Milch geben. Ich habe diese Erfindung Elektrozaun genannt. Elektrozaun. Boah. Ein Zaun, wo Strom durchfließt. Elektrozaun. Das ist aber krass innovativ. Also Carlos, du bist echt heftig, Mann. Also wo ist das Problem mit deiner komischen Erfindung? Mir fehlen ein paar Teile. Und an die kommt man nicht so einfach ran. Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Ich helfe Vielleicht dir. Kannst du mir helfen.
Wenn du sie für mich finden kannst, gebe ich dir eine meiner super coolen Erfindungen. Das hat aber hoffentlich nichts mit Ziegen zu tun. Nein, etwas viel Interessanteres. Du wirst schon sehen. Ich brauche nur ein paar elektrische Bauteile, die zerlege ich, um an Widerstände und andere nützliche Dinge zu kommen. Soweit ich weiß, findet man sie an zwei Orten. Einer ist in einer alten Eisenwarenhandlung am Fitzwilliam Place in der Nähe des Wasserturms. Alberto sagt, da findet man sie sicher. Es ist aber ein dunkler Ort, voller verwandelter Kreaturen. Du musst nachts hin. Und die andere Option? Okay. Das, was von den Militärpatrouillen übrig geblieben ist. Ich kenne einen Ort südlich von Horseshoe in der Nähe des alten Spannwerks. Gegen streifen Banditen umher. Möglicherweise ist also nichts mehr übrig. In diesem Fall müsstest du nach anderen Überbleibseln von Patrouillen suchen. Oder einen nächtlichen Ausflug zum Laden unternehmen. Ich habe die Teile, die du brauchst. Habe ich die? Offenbar hast du endlich doch Glück. Ich habe solche Teile zufällig dabei. Was? Machst du Witze? Das ist einfach fantastisch. Also, ich hätte einfach die Mission überspringen. Der Himmel muss dich geschickt haben. Hier. Welche Teile denn? Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Eine Sache noch. Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte. Habe ich jetzt einfach so eine Mission überspringen, weil ich die Teile hatte? Das geht. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Neue Nebenquest, der Funke der Erfindung. Okay. Das machen wir jetzt auch einmal. Tagebuch der Funke verfolgen. So. Das Gerät einschalten. Hä, krass, oder war das jetzt... Nee, das war doch richtig so, ne? Ich hab die Teile zufällig dabei gehabt. Und hab sozusagen einen Teil der Mission übersprungen. Ziel aktualisiert. Sehen Sie sich die Demonstration des elektrischen Zauns an. Machen wir. Da hinten. Halt dich von den Chemikalien fern. Was ist da? Und was ist hier? Woohoo! So, zeig, komm. Alles in Ordnung? Nein. Oh, die Ziege ist tot. Die wurde gegrillt. Die Ziege wurde gegrillt. Ich bin so ein Idiot. Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Oh, du Vollpfosten. Du bist es doch ein Vollpfosten. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich habe dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Das glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr... Du hast nur eine Aufgabe, Carlos. Ey. Du meinst, es hat Potenzial. Potenzial, ja. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Nehme ich. Ein Elektromod. Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Das heißt, Abendessen für alle. Und für dich. Ich nehme dich als und ernenne dich zum Meisterhandwerker? Wirklich? Komm zum Punkt. Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sprechen später. Komm, Vincenzo. Also wir haben Carlos hat versehentlich, um das mal zusammenzufassen, eine Ziege getötet. Nimm das. Und das wird jetzt mit einem geilen Abendessen zelebriert und mit einem Waffenmod. Komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel. Ich habe nur eine Sache, also ich habe erstmal wahrscheinlich die Nebenmission abgeschlossen, oder? Okay, zum Installieren eines Waffenmods benötigen Sie einen Entwurf, die erforderlichen Fertigungsteile und eine entsprechende Waffe. Überprüfen Sie die Anzahl der Mod-Slots auf dem Waffensymbol. Die besten Waffen verfügen über 3 Slots, Griff, Schaft und Spitze. Verschiedene Mods passen in verschiedene Slots. Drücken Sie nun Touchpad, um Ihren Inventar zu verwechseln. Wählen Sie eine passende Waffe aus und drücken Sie auf Dreieck, um sie zu modifizieren. Das machen wir mal. Nebenquest abgeschlossen. Okay. Zivilisation ist bloß eine Laune der Umstände. So, ich habe einen Entwurf bekommen. Ich habe auch die Teile dafür bekommen. Tatsächlich nehme ich jetzt mal eine Waffe, die noch eine volle Haltbarkeit hat. Gehen wir mal hier ins Inventar. So, was habe ich denn jetzt hier freigeschaltet?
auswählen. Okay, die haben keine Mods, ne? Glaube ich. Nee. Ich glaube, die haben keine Mods. Die ganzen Symbole mal da wegmachen. Der einzige Ausweg. Treffen Sie Leute vom Bazar. Ja, habe ich doch gemacht. Aktivitäten. Ah. Ah, hier sind die Aktivitäten. Auf Karte anzeigen. Ah. Okay. So kann man sich auch die Aktivitäten angucken. Ich habe halt nur nicht verstanden, diese ganzen Läden, die man ja nachts besuchen soll, weil tagsüber da verwandelte Kreaturen sind, aber ich bin gerade eben versehentlich in so einem Laden gewesen tagsüber und da war die gleiche Menge an Infizierten wie nachts, also wo war jetzt nochmal der Unterschied und warum soll ich eher nachts dahin? Nachts war eher so ein Handicap oder nicht? Das ist nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt. Untersuchen? Was ist das jetzt? Siehst du dir all die Toten an? Hier steht, die werden vermisst. Kommt auf selber raus. Gefunden werden die nie. Und was bringt dann die Tafel? Es ist jetzt 15 Jahre her. Damals sind viele verschwunden. Mein Nachbar verlor seine beiden Kinder. Aber das Leben geht ja weiter. Den Mut, die Bilder abzuhängen, hat niemand. Aber Hoffnung gibt es keine. Ohne Nightrunner endet jede Suche immer ergebnislos. Aber wieder nachts, okay. Nach Mia fragen. Nach den Nightrunner fragen. Ja, nach Mia. Weißt du was über die Kinder, die an den GRE-Tests beteiligt waren? Tja, wer war denn an den Tests nicht beteiligt? Alle waren dabei. Junge, Alte, Blinde, Taube. Jeder wollte einen Impfstoff finden. Manchen ging's ums Geld. Andere wollten das Schicksal besiegen und gesund bleiben. Das war Villedors Teufelspakt. Man war eingemauert mit der Pest. Aber also, das sind tatsächlich vermisste Menschen. Und das hängt da wohl schon seit 15 Jahren? Okay. Das Virus gewann. Am Ende brach man die Studie ab. Und die Kinder? Offiziell wurde nie an Kindern getestet. Offiziell. Menschenrechte und so ein Scheiß. Und inoffiziell? Genug. Inoffiziell? Es heißt, einige Kinder wären aus der Stadt rausgebracht worden. Der Rest? Der wurde innerhalb der Stadt sich selbst überlassen. Wenn die Infizierten sie nicht kriegten, dann der Hunger. Oder die Dunkelheit. Oh Mann, okay. Wo finde ich sie? Wo sind diese Kinder heute? Nach all den Jahren. Die meisten sind vermutlich tot. Wenn eine dieser Kinder bin ich doch. Lebt, dann sind sie wohl im Zentralring, weil es da mehr Peacekeeper gibt. Erleichtert das Überleben. Irgendjemand muss mehr wissen. Warum? Was war, war. Es bringt nichts, alles wieder ans Licht zu kramen. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und zwar hier und jetzt, Pilger. Jeder kämpft. Wahrscheinlich soll jetzt auch nochmal so eine Nebenaktivität, die ich machen kann, nach vermissten Personen suchen. Gehe ich jetzt mal von aus. Oder? Nee. Doch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt so eine weitere Nebenaktivität, die man so angehen kann. Was heißt, nicht treffen Sie Leute? So. Was haben wir denn oben? Okay, da hast du schon mal ein Bett. Das ist der Pilger. Du kümmerst dich pausenlos um sie. Wann denkst du an dich und lebst endlich dein eigenes Leben? Hier kann man schlafen, aber eher oben. Ich muss nach oben. Ich gehe meine aus dem Weg. Ich kann, glaube ich, noch keine Waffe modifizieren, weil ich noch keine seltene Waffe habe mit Slots. Glaube ich.
wenn ich jetzt hier warte bis zum Einbruch der Dunkelheit, aktualisiert sich dann die Hauptquest? Nee. Oder? Nee. Was ist die Aufgabe? Nochmal. Tagebuch. Treffen Sie die Leute vom Bazar. Ja, verbringen Sie die Zeit auf dem Bazar, während Sie darauf warten, von Harkon zu hören. Ja, ich verbringe noch gerade Zeit. Okay, aber ich glaube, das gucken wir dann in der nächsten Folge an. Oh, hier ist nochmal ein Band. Aber ich glaube, ich werde dann nochmal schlafen. Weil jetzt nachts finde ich das wieder ein bisschen gefährlich. Ja. Gucken wir mal, wie die Hauptquest weitergeht. Das war's dann jetzt erstmal mit dieser Folge. Ich bin gespannt. Schon mal so geile Siedlung. Ich will das mal unbedingt mit diesen Waffenmods ausprobieren. Scheint auch sehr interessant zu sein. Aber ich glaube, ich kann da nochmal gucken. Ich glaube, ich habe einfach noch nicht die Waffen dafür. Die müssen ja irgendwelche Slots haben. Das sind ja so graue Waffen. Die haben ja noch keine Slots. Auswählen, ablegen, austauschen. Also ich kann da noch nichts mit Mods machen. Fertigung auch nicht. Hier ist ja nichts von den Waffen. Ja, ich glaube, das kommt noch. Okay. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.